Ich bin Dominik, in-game auch als Sharky bekannt. Ich bin der Midlaner der Hanover Hounds und heute bin ich auch der Midlaner von Team Sprotze. Hi, mein Name ist Julian, ich bin 23 Jahre alt, mein Nickname ist Ray, ich bin Jungle bei Düsseldorf und im Team vom Sprotze. Ja, hallöchen, ich bin Mareike oder auch Sainer. Ich spiele bei den Ultimate Five Years in Göttingen auf der Botlane und ich spiele bei den Unliga Rivals im Team von Sprotze. Hallo, mein Name ist Sedat, man kennt mich auch unter dem Namen XGAT. Ich spiele Support bei DG Sapphire und bin im Team von Sprotze. Wir sind ja 4 Leute von 5, also bis auf Ray, sind alles Team-Captains in ihren Uniliga-Teams. Das heißt, von der Erfahrung und vom Engagement, was wir da irgendwie am Start gedraftet haben, sind wir den anderen Teams halt so weit überlegen. Ich denke, mit Sprotze bin ich beim richtigen Captain gelandet. Der Bart stimmt, die Synergy wird da sein. Ich konnte ja quasi für 2 Teams gar nicht gedraftet werden. Und ich glaube, mit Sprotze, das wird auf jeden Fall. Wir sind ein starkes Team. Der war der Einzige, der draften konnte. So, ich meine, es gibt 3 Düsseldorfer, man kann maximal 2 holen und er hat es geschafft. Ich weiß nicht, was Clown 7 sich dabei dachte, 2 Karlsruher zu holen. Deren Zeit ist vorbei. Also ich hatte ja im ersten Interview gesagt, ich hätte gerne Vavroni und Zayner. Ich habe aber natürlich Vavroni als Bait einfach nur genommen, damit Unschalacht den draftet. Weil ich Vavroni niemals in mein Team über Chaki gesetzt hätte. Mit Benji bin ich schon sehr lange sehr cool, aber er spielt drin dann mehr Top-Bait und nicht Timo, deswegen Sprotze war einfach das Beste, was mir je passieren konnte. Ja, also dieser Lorofatz, das ist schon so ein komischer Spieler, ich weiß es nicht. Also wenn man noch irgendwie einen 6. Spieler haben könnte, zum Beispiel als Manager oder so, hätte ich vielleicht Fabzi oder so noch dazu genommen, also wenn er nicht spielt, weil er einfach ein starker Memer ist. Also wenn man sein Twitter-Game oder so ein bisschen pushen will noch, dann ist Fabzi, glaube ich, der Richtige dafür. Aber so in-game ist davon natürlich Abstand zu nehmen bei ihm. Das Team von Clown 7, die haben nur 2 gute Spieler, Fabzi und Stella. Der Rest ist halt echt, keine Ahnung, was er sich beim Draft gedacht hat. Ach, Sarkid. Ja, den muss man natürlich vergessen, weil, ja, der kann er sowieso nicht. Am meisten freue ich mich auf das Wiedersehen mit Lodofatz in der Midlane. Und dann wird aus Lodofatz schnell mal ein Loro-9. Das Turnier ist nur deswegen spannend, um zu schauen, wer Zweiter wird. Ich glaube, dass Lorofatz-Team da die besten Chancen hat. Weil wenn man irgendwie, also das Team von Kleine 7 irgendwie anschaut, wo halt Fabzi, Toplane, Stella Support. Ich glaube, das sind 2 relativ große Schwachpunkte an dem Team. Also ich finde, Kleine 7 ist da seinem neuen Namen irgendwie als Clown 7 gerechter geworden, weil er halt ein Team voll mit Clowns gedraftet hat auch. Und bei Unschalach im Team, das schätze ich auch irgendwie relativ schwach ein, gerade Topside, irgendwie Timon als Jungler in Kombination dann mit Unschalach auf der Toplane. Ich glaube, das wird ziemlich zerfallen. Klar, ich meine, wir haben Chucky, Uniliga-Gewinner, wir haben Sainer, Rivals-Gewinner, wir haben Ray, ein Düsseldorfer und wir haben Sprotze, Team und Toplane, mehr muss man dazu nicht sagen. Unsere Chancen, ich glaube, etwa 0%, dass wir verlieren. Also ich freue mich natürlich auf ein Duell gegen Unschalach eigentlich. Zumindest hatten wir das ja irgendwie so ein bisschen in den Raum gestellt, ob wir da gegeneinander spielen. Das Problem ist, ich kann an dem Tag eigentlich gar nicht so gut, aber vielleicht, wenn wir nicht die Webcam oder so anhaben müssen, lasse ich sonst meine kleine Schwester spielen oder so. Ich glaube, das sollte auch hinhauen für ihn.